Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Ich werde euch heute also wieder 5 Bilder zeigen. 5 Bilder, welche auf den ersten Blick total unschuldig wirken und man gar nicht denken würde, was sich eigentlich für eine schreckliche und grausame Hintergrundgeschichte hinter diesem Bild verbirgt. Sprich, ich werde euch also quasi zu jedem Bild auch die passende, verstörende Hintergrundgeschichte erzählen. Doch bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Und zwar handelt es sich heute wieder um NordVPN. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr im Internet seid und euch auf irgendwelchen Seiten rumtreibt, wo nicht so ganz sicher erscheinen und ihr dann Angst habt, dass man rausfindet, wo ihr euch gerade befindet oder irgendwie allgemein eure persönlichen Daten stehlen könnte? Denn genau dafür ist ein VPN. Denn für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein VPN-Service überhaupt ist, schlussendlich ist es ein Programm, welches ihr installiert und damit könnt ihr euch mit verschiedensten IP-Adressen verbinden. Denn wenn ihr euch jetzt zum Beispiel denkt, hey, ich bin jetzt auf irgendeiner Webseite und ich habe gar keine Lust, dass diese Webseite weiß, wo ich eigentlich herkomme und wo ich mich gerade befinde und ihr allgemein euch auch sagt, hey, ich möchte viel sicherer und anonymer im Internet sein, dann solltet ihr definitiv NordVPN nutzen. Denn wenn ihr NordVPN startet, habt ihr da so eine wunderschöne Weltkugel und da könnt ihr euch in so viele verschiedene Länder reinklicken. Wenn ihr also sagt, hey, ich möchte nicht, dass Google zum Beispiel meinen Standort weiß, dann klickt ihr euch einfach mal in Italien, Frankreich, Amerika, was auch immer rein und Google und allgemein die ganzen Webseiten wissen auf einmal gar nicht mehr, wo ihr herkommt, sondern gehen eben von dem Standort aus, mit welcher IP ihr euch verbunden habt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, aber wie funktioniert so ein VPN überhaupt? Schlussendlich habt ihr ja das Programm. Und normalerweise, wenn ihr kein VPN nutzen würdet, würdet ihr euch direkt mit eurem PC und dem Internet verbinden. Habt ihr aber das Programm, ist das wie so ein Übermittler, könnt ihr euch das vorstellen. Sprich, ihr verbindet euch mit eurem PC erst mit dem Programm. Das Programm verbindet sich dann mit einer verschlüsselten IP-Adresse für euch mit dem Internet. Das heißt, ihr seid viel, viel sicherer und vor allem anonymer. Doch nicht nur das, mit einer anderen IP-Adresse könnt ihr auch Streaming-Dienste nutzen, welche es bei uns in Deutschland nicht gibt. Denn viele von euch wissen ja, dass zum Beispiel Netflix oder allgemein die ganzen Streaming-Anbieter in Amerika oder in anderen Ländern viel, viel mehr Auswahl haben wie wir in Deutschland. Sprich, ihr könnt euch da ganz einfach in die Weltkugel klicken bei NordVPN und ein ganz anderes Land wählen, wie zum Beispiel USA und schwuppdiwupp, ihr habt die komplette Mediathek, die es in den USA gibt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, das Ganze würde ich sehr gerne mal ausprobieren, habe ich euch natürlich wieder einen super Deal ausgehandelt. Und zwar spart ihr ganze 70% bei einem 2-Jahres-Vertrag plus ihr bekommt einen Gratis-Monat obendrauf. Und wenn ihr euch jetzt sagt, ihr habt da Bock drauf, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da klickt ihr einfach drauf und dann gelangt ihr direkt zu dem Angebot oder ihr gebt bei der Bestellung einfach den Code Dennis König ein. Vielen, vielen Dank NordVPN, dass ihr dieses Video hier gesponsert habt und wir machen jetzt weiter. Mit 5 Bildern mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Es war der 13. Oktober im Jahr 1972, als 45 Männer der Uruguayer Luftwaffe sich bereit auf einen Flug machten. Es war ein Überflug von Montevideo nach Santiago de Chile. Sie machten sich also alle bereit, setzten sich in das Flugzeug, doch dann passierte etwas ziemlich Unerwartetes. Denn circa auf 4000 Meter Höhe crashte das Flugzeug an einem Berghang der Anden. Das Ganze war natürlich am Anfang ein absolutes Chaos, alle waren in Panik. Einige der Insassen, welche in dem Flugzeug saßen, bewegten sich schon nicht mehr, was dazu schloss, dass einige bei diesem Crash verstarben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Flugzeug und die ganzen Leute, die drin saßen, waren ca. auf 4000 Meter Höhe auf den Anden gefangen. Für die, die es nicht wissen, die Anden gehören zu einem der größten und längsten Gebirgszüge der Erde und dort crashten sie mit dem Flugzeug. Und die gesamte Mannschaft war dann quasi auf diesen Bergen, auf dieser Bergkette gefangen. Sie kamen erstmal raus, sortierten sich, checkten erstmal alles aus, mussten natürlich feststellen, dass einige der Passagiere nicht mehr am Leben waren und waren gefangen in der eisigen Kälte der Anden. Das Ganze ging 72 Tage lang, bis 16 von den 45 Passagieren gerettet werden konnten. Die gesamte Besatzung steckte also 72 Tage lang auf dieser Gebirgskette in der eisigsten Kälte fest. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, aber wie haben die 72 Tage lang überlebt? Die müssen ja irgendwas gegessen und getrunken haben.
Und da kommen wir zu dem verstörenden Teil dieser Geschichte. Denn was dort geschah, war Kannibalismus. Und es gibt unzählige Dokus über diesen Fall und über das Ganze, was dort passiert ist. Schlussendlich versuchten diese Männer einfach nur zu überleben, weswegen sie nach ganz, ganz vielen Tagen beschlossen, ihre Kollegen zu verspeisen, welche natürlich nicht mehr am Leben waren, denn wie schon gesagt, bei dem Crash verstarben natürlich einige der Passagiere und die Besatzung beschloss, einige davon zu verspeisen. In der Notlage natürlich. Man muss sich das Ganze ja so vorstellen, die waren in Not, die hatten keine andere Chance, die hatten keine Aussicht. Ja, und die dachten sich eben, um den einen oder anderen Tag zu überbrücken und allgemein zu Kräften und Energie zu kommen, müssen wir irgendetwas essen. Weswegen sie schlussendlich ihre Kameraden verspeisten. Und jetzt zeige ich euch das passende Bild zu dieser Geschichte. Denn wenn ihr euch das Bild jetzt anschaut, seht ihr die gesamte Besatzung. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, dass sie gerettet werden und machten dieses Bild mit einer Selbstauslöserkamera. Ich habe euch jetzt einen kleinen Teil auf diesem Bild verpixelt und das musste ich mit gutem Grund machen. Denn wenn ihr mal auf die rechte Seite schaut, ein bisschen weiter unten, da wo ich es verpixelt habe, lag eigentlich eine Wirbelsäule, eine menschliche Wirbelsäule. Was sehr viele Leute beim ersten Blick auf dieses Bild nie erkennen. Und es tut mir leid, ich muss aus, ihr wisst, YouTube-Richtlinien und Gründen musste ich jetzt diesen Teil leider verpixeln. Ihr findet das Bild aber überall im Internet unverpixelt. Schlussendlich zeigt uns dieses Bild ein Teil der Crew. Doch was schlussendlich die meisten nicht wussten und wissen ist, und das schlussendlich die Überreste von einem der verspeisten Kameraden war. Ja, und ich finde, dass dieses Bild, wenn man jetzt die Hintergrundgeschichte kennt und auf dieses Detail achtet, dass da eine menschliche Wirbelsäule liegt, mit Hüfte und allem, das Ganze wirklich einen sehr verstörenden Hintergrund hat. Denn man muss bedenken, dass dies die Überreste von einem der Besatzung war, welche die Crew verspeist hat, um zu überleben. Ja, wie auch immer, sie wurden schlussendlich gerettet. Wie gesagt, leider nur 16 von 45 Personen. Aber versetzt euch mal selbst in diese Lage. Das muss doch der absolute Horror sein, wenn du weißt, du musst überleben, also musst du einen von diesen Verstorbenen verspeisen. Ja, grausames Schicksal. Zum Glück haben es ein paar überlebt. Machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Es war der März im Jahr 2014, als Lisanne und Chris, zwei niederländische Studentinnen, nach Panama reisten. Sie waren dort, weil sie einfach die Gegend und die Kultur kennenlernen wollten. Sie hatten vor, sehr viele Ausflüge und Abenteuer dort zu erleben. Und so passierte es auch am 1. April. Denn am 1. April beschlossen die beiden, eine relativ große und lange Exkursion zu starten. Sie waren anfangs in so einer Art Gästehaus, wo sie sich mit den Einheimischen sehr gut verstanden. Sie aßen und tranken und schliefen schlussendlich auch dort. Zudem hatten sie sehr guten Kontakt mit einem Hund, welcher ebenfalls in dem Gästehaus lebte. Und dieser Hund ist mit den beiden quasi auch ein Stück mitgegangen, als sie gesagt haben, hey, heute Morgen, also am 1. April, starten wir die Wanderung. Der Hund kann gerne mit euch mitkommen, sagten die Einheimischen, welche dort lebten, aus dem Gästehaus. Und so taten sie es auch. Chris und Lisanne liefen also los, wanderten durch die Gegend, machten wunderschöne Bilder von der Landschaft, auch sehr viele Bilder von sich selbst, denn sie hatten eine Fotokamera dabei. Doch aus irgendeinem Grund passierte dort etwas. Denn eigentlich hätten die beiden an dem Abend zurückkommen sollen. Doch dies passierte nicht. Man machte sich natürlich auch ein paar Gedanken und die Leute aus dem Gästehaus dachten sich natürlich auch, warum ist der Hund alleine zurückgekommen ohne die Mädels? Hatte der Hund vielleicht keine Lust mehr? Sind die Mädels vielleicht doch noch weitergelaufen? Übernachten die dort irgendwo? Doch dem war leider auch nicht der Fall. Denn am nächsten Tag erschienen die beiden Mädels auch nicht mehr. Und irgendwann fing man an, sich Sorgen zu machen und man startete einen Suchtrupp. Tage und Wochen vergingen, bis man einige Wochen später etwas fand. Es waren die Überreste der beiden Damen. Unter anderem fand man einen Rucksack, man fand die Kamera, man fand knöcherne Überreste, welche schlussendlich auch zu den Mädels führten, nachdem man mehrere Tests machten. Das Merkwürdige an diesen Knochen war nur, dass sie gebleicht wurden. Also irgendetwas muss passiert sein, die Knochen waren total sauber, als hätte man versucht, die Knochen so ein bisschen unauffindbar zu machen. Man weiß es nicht, aber viel, viel wichtiger ist die Kamera. Die Kamera wurde natürlich direkt von den Ermittlern mitgenommen
und man untersuchte die Bilder. Und dort fand man mehrere hundert Bilder. Die ersten Bilder, ich werde sie euch jetzt einfach mal alle nach und nach einblenden. Auf den ersten Bildern sieht man die beiden Mädels total glücklich. Sie schießen einige Selfies, es gab auch ein paar Selbstporträts. Wie sie eben an dieser wunderschönen Landschaft stehen. Bilder von der Landschaft, Bilder von den beiden. Und umso weiter man die Bilder quasi durchskippte, umso merkwürdiger wurden sie. Es gab unter anderem ein Bild, wo man eine der Mädels sehen kann. Sie scheint an einer Art Fluss zu stehen. Und wenn man ihr genau ins Gesicht schaut, wirkt sie ein wenig bedrückt. Man ist sich bis heute nicht ganz sicher, wer dieses Bild gemacht hat und ob eventuell hinter Lisanne, welche das Bild vielleicht gemacht hat, irgendjemand anderes stand, weswegen Chris so beunruhigt schaut. Man weiß es nicht. Bis heute ist dieser Fall ungeklärt. Keiner kann sich erklären, was diesen beiden Mädels passiert ist. Zudem gab es Hinweise darauf, dass sie mit dem Handy versucht haben, eben die Polizei zu alarmieren, den Notruf zu wählen. Sehr, sehr oft soll man den Notruf gewählt haben. Dann wurde das Handy immer wieder ausgeschalten. Das Handy wurde wieder angeschalten, der Notruf wurde alarmiert. Das Handy wurde wieder ausgeschalten. Zudem fand man auch heraus, dass das Handy, dass irgendjemand versucht hat, das Handy zu entsperren, aber den Code für das Handy nicht wusste. Und da gibt es auch wieder total viele Theorien. War vielleicht irgendeine andere Person damit involviert? Hat die Person vielleicht versucht, die Handys zu entsperren? Ist vielleicht die Person, welcher das Handy gehört hat, verunglückt und das andere Mädel hat versucht, das Handy zu entsperren und wusste den Code nicht? So viele Theorien und Fragen. Zudem gab es dann, wie schon gesagt, die Kamerabilder wurden immer merkwürdiger. Denn irgendwann siehst du die Mädels nicht mehr auf dem Bild, sondern nur noch irgendwelche dunkle Bilder im Dschungel. Und das hat auch die Frage, wer hat diese Bilder gemacht? Warum wurden hunderte von Bildern in der Nacht gemacht? Also man sieht nichts, man sieht teilweise nur irgendwelche Abhänge, irgendwelche Wege, Pflanzen, Bäume, Himmel. Und da stellen sich auch viele Leute die Frage, es gibt viele Theorien. Haben die Mädels eventuell versucht, mit der Kamera Hilfesignale zu schicken, zu senden, dass irgendjemand das Blitzlicht sieht? Haben die Mädchen versucht, sich damit irgendwie einen Weg zu leuchten, weil sie nichts mehr sehen konnten? Oder eine weitere Theorie, die noch viel düsterer ist, hat irgendeine dritte Person etwas damit zu tun und machte irgendwelche Bilder mit der Kamera? Es gibt unter anderem noch ein Bild, wo man, irgendjemand muss eines der Mädels sehr nah fotografiert haben. Man sieht also wirklich nur das Haar, drumherum ist alles dunkel. Und da stellen sich auch sehr viele Leute die Frage, was ist da passiert? Schlussendlich wissen wir es nicht. Ich meine, es waren zwei niederländische Studentinnen, welche einfach nur Spaß hatten und eine schöne Zeit genießen wollten in Panama, einen Ausflug starteten, eine Wanderung und nach dieser Wanderung nie zurückkamen. Man fand unter anderem, was ich sehr verstörend finde, einen Wanderschuh von einem der Mädels, wo noch ein Stück von dem Fuß drin war. Der wurde anscheinend ganz sauber abgetrennt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wie gesagt, es war ein Wanderschuh und da hat noch der Fuß drin gesteckt. Natürlich nur noch ein Knochen des Fußes. Und der war anscheinend ganz sauber abgetrennt und kein Tier kann einen Knochen so clean abcutten, wie dieser Fuß war. Was halt eben auch wieder dazu sorgt, dass sehr viele Leute sagen, da war jemand anderes involviert, da ist irgendjemand, der sich dort rumtreibt und den Backpackern schlimme Dinge antut. Wir wissen es nicht, ich hoffe, dieser Fall wird irgendwann geklärt, hoffentlich kommt irgendwann mal was ans Licht oder vielleicht hatten die Mädels einfach nur Pech und sie haben sich tatsächlich verlaufen, sind dort irgendwie verunglückt, vielleicht wurden sie von wilden Tieren angegriffen, wir wissen es nicht. Dennoch ebenfalls Bilder, wenn man sie sich jetzt anschaut, einfach denken würde, hey, das sind zwei Mädels, die unglaublich viel Spaß auf irgendeiner Reise, auf irgendeiner Wanderung haben und halt Bilder voneinander gemacht haben. Doch wenn wir die Hintergrundgeschichte kennen, wissen wir, dass dies die letzten Bilder der beiden sind, bevor sie, nie wieder lebend nach Hause kamen. Kommen wir nun zu einem Bild und einem Fall, welcher wirklich absolut grausam und total verstörend ist. Deswegen eine kleine Triggerwarnung. Ich zeige euch zuerst mal das Bild. So, ihr seht jetzt das Bild. Was seht ihr auf dem Bild? Ein Mann, eventuell der Vater von diesem Kind? Ja, nicht ganz falsch. Auf diesem Bild sehen wir Franklin Delano Floyd. Und das kleine Mädchen, das war Floyds Stieftochter. Sie trug den Namen Suzanne Marie. Was man zu diesem Zeitpunkt nicht wusste und was sehr viele Leute auch gar nicht wissen, wenn sie sich dieses Bild anschauen, ist, dass der Typ, der Stiefvater, seine eigene Stieftochter entführt hatte. Er entführte sie im Jahr 1974, zu diesem Zeitpunkt war sie 10 Jahre alt
Und was absolut geisteskrank ist, der Typ tat also so, als wäre es seine eigene Tochter, zog sie auf, brachte sie in die Schule unter mehreren verschiedenen Pseudonymen, er wechselte immer wieder die Schule, ging in andere Schulen mit diesem Kind und sie wurde natürlich immer älter und immer wieder trug sie andere Namen, um damit das Ganze nicht auffliegt. Was noch viel schlimmer ist, im Jahr 1988 war dieses verstörte Verhalten so extrem, dass sie ein Kind bekamen. Und im Jahr 1989 heiratete er sie unter dem Namen Tonya. Sie hieß also schon gar nicht mehr Suzanne oder die ganzen Pseudonyme, welche sie die ganze Zeit hatte, sondern Tonya. Und er heiratete sie, seine Stieftochter, welche er gekidnappt hatte. Und im Jahr 1979 schaffte es Suzanne, beziehungsweise Tonya, ja, vor Floyd abzuhauen. Sie schnappte ihren Sohn Michael und haute ab. Doch Floyd war ihr auf den Fersen. Denn im selben Jahr, im April, fand man Suzanne total zusammengeschlagen und verprügelt an einem Straßenrand. Sie wurde dort natürlich entdeckt von einem Autofahrer, welcher direkt den Notruf wählte, und sie verstarb noch auf dem Weg zum Krankenhaus. Ihr gemeinsamer Sohn Michael kam dann in so ein Heim und wurde dann adoptiert. Und ob ihr es glaubt oder nicht, doch im Jahr 1994 kam Floyd und entführte Michael. Ja, und wenn wir uns jetzt noch einmal das Bild anschauen von dieser Geschichte, würde man niemals denken, was sich dahinter verbirgt, dass dieser Mann so ein grausames Monster wurde oder war, welcher seine eigene Stieftochter entführte, mit ihr ein Kind hatte, sie heiratete, dann höchstwahrscheinlich umbrachte. Ja, also er ist höchstwahrscheinlich der Verantwortliche dafür, dass Suzanne ja an diesem Straßenrand lag. Und dann im Jahr 1994 noch den Sohn entführte. Dieser Mann ist ein absoluter Psychopath. Und das bringt mich jetzt auch zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet die Geschichten interessant. Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich vor allem die zweite Story am interessantesten finde, weil man eben auch nicht wirklich weiß, was mit diesen Mädels passiert ist. Und ich habe mal ein detailliertes Video dazu gemacht. Das war eins meiner allerersten YouTube-Videos. Weil ich eben diesen Fall so interessant finde. Weil man einfach nicht weiß, was passiert ist. Was glaubt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen drei Geschichten und zu diesen drei Fällen sagt. Drei Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann mache ich sehr gerne einen weiteren Teil. Ich werde so oder so einen weiteren Teil machen, weil es mir selber auch sehr viel Spaß macht, dieses Format weiterzuführen. Und ich weiß, dass es bei euch sehr beliebt ist. So, in dem Sinne, macht's gut, meine Freunde. Schreibt gerne einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen, wenn ihr ein bisschen mehr von meinem privaten Leben sehen wollt. Ich folge jetzt natürlich auch wieder ein paar Leuten auf Instagram zurück. Und nicht zu vergessen, ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal. Boah, Junge, so viel Eigenwerbung heute. Link zum zweiten YouTube-Kanal finde ich auch unten in der Videobeschreibung. Dort lade ich auch private Videos hoch und Videos von meinen Reisen und. Also checkt es auf jeden Fall aus. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Und danke fürs Einschalten. Ich habe euch alle lieb, ihr seid die Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.